Nun geht es also an die Gestaltung. Zunächst einmal ändern wir das Design. Im Moment dieses Weiß ist zwar schlicht, aber auch ein bisschen karg. Du hast schon im zweiten Reiter viele vorgefertigte Designs, die automatisch alle Folien dann anpassen. Dieses hier finde ich schon recht elegant gelöst. Andere sind vielleicht elegant, aber thematisch weniger geeignet. Dieses hier wirkt doch sehr technisch. Dieses hier wirkt bei einigen Folien schön, aber bei den großen Bildern ist es doch sehr störend. Ganz wichtig ist natürlich, dass das Design eben nicht vom Inhalt ablenkt. In diesem Fall jetzt aber zeige ich dir, wie du ein Design ganz selber erstellst. Wir gehen wieder zum ursprünglichen Design zurück und hier auf der rechten Seite hast du beispielsweise die Möglichkeit, die Farben anzupassen. Hier hast du schon ganz viele Farbskalen, die Schriftarten anzupassen. Das ist sicher recht praktisch. Das wird alles automatisch auf diese neue Schriftart umgebaut, lassen wir im Moment aber. Und du hast schon voreingestellte Hintergründe, die du selbstverständlich aber auch manuell anpassen kannst. Das machen wir jetzt, Hintergrund formatieren. Und du könntest mit einer einheitlichen Farbe operieren oder eben einen Farbverlauf. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Farbverlauf ausgestaltet sein soll. Ich wähle linear und dann kannst du die Anfangsfarbe wählen. Nehmen wir hier irgendwie ein hellblau und die Schlussfarbe soll ein weiß sein. Und der Verlauf soll jetzt aber nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten verlaufen. Deshalb ändern wir diesen Winkel auf 270 Grad. Und ganz wichtig jetzt, wenn du auf Übernehmen klickst, so wird nur diese ausgewählte Folie geändert. Für alle Übernehmen ändert das Design der ganzen Präsentation. Und das wählen wir. Und du siehst, es wirkt jetzt doch schon recht viel hübscher, freundlicher und passt eigentlich recht gut zum Thema.